Hi Leute, euer Lieferzeher, grüße euch. So, mal wieder ein neues Board, ein Gigabyte AB350M Gaming 3. Ich möchte euch mal kurz vorstellen. Unboxen halt. Habe ich günstig erstanden. Pack mal das gute Stück mal aus. Wie immer erstmal Inhalt gucken. Ich habe selber nicht mehr schön interessant zu sehen. Ist ein gebrauchtes Teil. So, I.O. Shield haben wir da. Viermal als Arter, genau. Ja, ein bisschen was zu lesen. Schreiber CD. Installationsguide und Garantiebestimmungen nehme ich an. So, packen wir rein. Das war nicht so ganz richtig. Egal. Hauptsache ich kann es oben drauflegen. So. Da ist das gute Stück. Machen wir mal so rum. Nee. So. Ah, wie praktisch. Kann man schön drehen. So ein bisschen mehr Bild. Ja, jetzt habe ich mir gerade meine Specs verdeckt. So, also ich habe vier Bänke bis zu 64 GB, also A16. CPU-Fan, ihr habt zwei Chassis-Fans, die auch laut dem Hersteller erkennen sofort, ob das jetzt eine Wasserpumpe oder CPU oder halt ein Gehäuselüfter ist. Der eine sitzt hier oben. Einer sitzt hier, dann habt ihr USB 3.0, 2x2.0 hier, 6x SATA 6 Gigabit, also SATA 3. Der Sound ist leider nur der ALC von Realtek, den 887 ist der kleinere, aber na gut, was soll das, ne? USB, also RGB hätte hat das Teil nicht. Aber ich werde in dem Case auf jeden Fall ein bisschen Bling-Bling verbauen. Das muss einfach rein. Weil ich nämlich ein ganzes Case komplett verändere. Das Cooler Master, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Also, hier ist 16-fach 3.0. Das ist zwar auch 16-fach, aber nur 4.0. Und das hat nur einfach 2.0. Quatsch, nicht 3.0, sondern 2.0 hier. Vierfach, obwohl nur aussieht, als wenn es 16-fach wäre. Ist nämlich nicht voll belegt. Dann haben wir hier 2.0 den PS2-Anschluss, DVI, VGA für Onboard-Grafik. Ich werde hier den 16X verbauen, den Ryzen 5. HDMI, da habt ihr hier 2x3.1 war das, glaube ich. Mach's noch, ich gucke. Blau ist genau 3.1 Generation 1, die roten sind Generation 2 3.1, dann habt ihr den Realtek LAN, welcher weiß ich nicht, wie gesagt, der Sound ist der 887 oder 882, 887, 7.1, ich habe jetzt einfach mal das Rot aufgegriffen und mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, das ist ein halbes Jahr, vielleicht ist es noch länger her, hat mal mich jemand angeschrieben über die Kommentare, ob ich dieses Board nicht vorstellen könnte. Jetzt hier ist es soweit, ist halt ein bisschen später jetzt. Und ja, wie gesagt, 16X werde ich verbauen. Den braucht man ja eigentlich nicht zu übertakten, der macht das ja von alleine. Micro ATX System, Cooler Master, wie gesagt, das Master Box Q300L. Das ich währenddessen kann man vielleicht auch sehen hier, meine Finger sind ein bisschen lackiert. Ich bin da gerade ein bisschen am verändern. Achso, dann habe ich hier noch 6x, habe ich ja erwähnt, also 2 links an der Seite und 2 oben drauf. 6 SATA 3, 6 Gigabit. Ja, und der Sound ist hier, der Anschluss. Das ist eigentlich immer die übliche. Achso, und dann hat es noch Dual BIOS. Ich weiß zwar nicht, wo die Chips sind. Vielleicht die zwei oder die zwei. Ich habe jetzt keine Lupe hier, wo ich mal gucken könnte, ob da was draufsteht. Was auch sehr nett ist. In der Preisklasse. Ich glaube 70 Euro kostet es noch.
Könnte aber 80 sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich blende euch das ein. Das habe ich jetzt vergessen zu gucken. Ja, schönes Board. Und ich denke mal, das wird eine richtig geile Maschine werden. Mit einer Asus-Karte. Ich werde diesmal wieder ein komplett neues System bauen mit also ein reines AMD-System, auch mit einer AMD-Grafikkarte. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und achso, ich sehe gerade hier, Firma DDR4, 16, 64 GB, klar, bis 3200. Ich werde hier von G-Skill 2800er verbauen, zwei Stück, nach Gigabyte geht. So, okay, dann jetzt bin ich aber raus. Alles klar, euer 47er. Ciao, ciao.